Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Archette T-Shirt, ja, Archette ist Programm und dazu gleich mehr. Bevor wir aber gleich zu dieser Info kommen, was es Neues geben wird, ja, es gibt wirklich was Neues, möchte ich noch einmal in eigener Sache was darauf hinweisen, und zwar es gibt dieses Wochenende die Modellbaumesse in Ried, wo wir auch präsent sein werden. Das heißt, wir werden Aussteller sein. Ne, meine Wenigkeit, Torsti, Axel, Sebastian, Fabian, Klaus, Erika, Markus und ganz viele andere. Es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizukommen. Und ich habe hier zwei Freikarten. Zwei unverkäufliche Freikarten. Das heißt aber, wenn sie unverkäuflich sind, ich kann sie verschenken. Und dieses möchte ich gern zum Anlass nehmen. Wer noch eine Karte braucht oder haben möchte, um uns zu besuchen, der schickt mir bitte eine E-Mail. Und ich werde dann die Ersten, die sich melden und daran teilhaben möchten, die Ersten, die sich per E-Mail melden, ne, mal schiffsmodellbau@gmx.de. Leider habe ich die Karten ziemlich schnell bekommen, ziemlich spät bekommen. Ich hätte sie gerne schnell bekommen, habe ich sie ziemlich spät bekommen. Und die Ersten, die sich melden, die muss dann sagen, ob er eine braucht oder zwei. Und dann würde ich gerne, wie gesagt, per E-Mail die Antwort haben. Und ich werde dann zurück antworten mit meiner privaten Telefonnummer. Und ich würde dann auch gerne wissen, um welchen Tag und welchen Zeitslot ungefähr derjenige dann ankommt, damit er mich dann erreichen kann. Ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag vorm Handy und warte, dass ich eine Nachricht bekomme und kann mich dann gerne anrufen. Ich möchte auch darum bitten, nur dafür dann an dem Moment dann anzurufen, ansonsten dann nicht mehr, weil sonst werde ich mich gezwungen sehen, den Kontakt zu blockieren, weil ist meine Privatnummer und da möchte ich nicht unbedingt jederzeit genervt werden. Aber für diesen einen Anruf soll es dann auf jeden Fall sein, wer denn die Karten gewonnen hat, und ich würde dann zum einen Gang kommen, um die Karten, die Freikarten dann zu überreichen. Das war dann jetzt das Ganze für die Messe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn welche dann gerne diese Freikarten haben möchten. Ich versuche das nächstes Jahr anders zu machen, dass ich die Freikarten vorher verlose. Ansonsten, ich würde sie auch gerne dann auch aus eigener Tasche finanzieren. Weil ich werde mal dieses Jahr nochmal reden mit den Verantwortlichen, dass man das dann ein bisschen früher bekommt, weil jetzt wird das ein bisschen knapp ne, mit der Zeit. Jetzt geht das eben nur so, und ich hätte gerne ein extra Video über die Messe Ried gemacht. Messe Ried wird auf jeden Fall präsent sein hier auf dem Kanal, auch beim Modellbau-Onkel, beim Modellbau-Stammtisch, aber dazu wird es später noch mehr Infos geben. Und ich würde sagen, da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Wir haben einiges vor. Ich hoffe, dass wir nur annähernd, dass wir das annähernd umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Gut, jetzt kommen wir zu der Neuigkeit. Wir brauchen Feuerwerk und News und so weiter und so fort. Es wird ein neues Modell geben. Ich kann euch nur eins sagen, zurzeit ist das, soweit wie ich munkeln gehört habe, im Raum Hannover erhältlich. Ich kann unter mykiosk.com leider nichts finden, noch nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir da vielleicht helfen und vielleicht einen Link schicken, dass ich dann vielleicht auf der Rückfahrt von Ried da mal vorbeifahre in der Region, um mir eine Ausgabe zu besorgen. Und zwar, es geht um die Pamir. Was ist die Pamir? Bauen Sie den legendären P-Liner. Die Pamir hat eine ganz besondere Geschichte. Dazu wird auf jeden Fall eine ganze Menge von meiner Seite her kommen. Ihr wisst alle, ich bin Mitglied des Vereins Freunde der Firma Spark Peking. Und die Pamir ist eine Halbschwester. Oder wir drehen das mal andersrum. Die Peking ist eine Halbschwester. Warum Halbschwester? Dazu wird es dann auf jeden Fall
Informationen und so in den Videos geben. Ich freue mich riesig darüber, dass Archette sich erweichen lassen konnte. Also ich habe immer drauf gedrungen, dass wir mal wieder ein Holzschiff bauen möchten. Und ja, wie gesagt, es wird ein Test sein, da es, wie gesagt, republikweit nicht erhältlich ist. Warum das ein Test? Also ich weiß es ganz genau, dass es ein Test ist. Schlagt mich jetzt nicht tot. Woher ich das weiß, es ist einfach so. Ich weiß es einfach, dass es ein Test ist. Und deswegen ist das ganz besonders wichtig, dass ihr alle, die Interesse daran haben, mitmacht. Ihr müsst mitmachen. Mitmachen, ganz doll mitmachen. Wobei, werde ich euch gleich zeigen. Alle, die Zugriff auf diese Ausgaben haben, kauft die Ausgaben weg. Ich würde euch auch ein paar davon abkaufen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es hier bei mir in der Nähe sowas gibt. Noch habe ich es nicht gesehen. Ich werde morgen nochmal zum Zeitungskiosk fahren, um zu schauen, ob sie auch in meiner Nähe angekommen ist. Aber wie gesagt, ich habe Leuten hören, dass es nur im Raum Hannover sein wird. Und das ist jetzt für eine kleine Tagestour etwas zu spät für mich, weil, wie gesagt, ihr habt gerade am Anfang des Videos gesehen, ich bin voll in den Vorbereitungen im Packen meines Autos für die Messe in Ried. Und deswegen kann ich hätte gerne die erste Ausgabe heute in der Hand gehabt, um euch das Ganze zu präsentieren. Ich kann euch natürlich trotzdem was präsentieren, und zwar die Webseite. Ich habe die Webseite, ich werde sie auch unten im Video, werde ich den Link reinhauen, dass ihr da selber auch raufgucken könnt. Aber ich werde euch jetzt die Webseite mal vorstellen. Mit OBS Studio kann ich eine Bildschirmaufnahme machen und dazu euch auch noch was vollsappeln. Und das machen wir dann auf jeden Fall. Und wir gucken uns jetzt die Webseite an. Viel Spaß dabei. So, hier haben wir die Webseite. Archette.de Produkte Pamir. Aber wie gesagt, den Link werde ich euch unten dann nachher reinsetzen. So sieht das Ganze aus. Und wir gucken uns einfach mal das Modell an. Hier oben rechts könnt ihr sehen, wie dann die Zeitschrift aussieht. Wir gucken einfach mal runter und wir sehen, es gibt natürlich wieder Geschenke in Form einer Gratis-Ausgabe natürlich, wenn man das abonniert. Das machen die Partwork-Hersteller ja immer, oder Partwork-Verteiler, oder wie wollen wir das sagen. Dann die erste Ausgabe, dann ein zweites Geschenk sind Modellbauklemmen mit der ersten Lieferung. Die Modellbauklemmen sind auch zweckmäßig. Die könnt ihr nämlich nachher sehr gut gebrauchen für die Decksbeplankung. Ihr wisst alle, die Kalfaterung anzudeuten. Man schneidet die Leisten zu und die werden dann an den Kanten mit Bleistift geschwärzt. Und das kann man mit diesen Leisten besonders gut machen, weil man damit dann mit diesen Klemmen schön die Leisten festklemmen kann. Ein Schleifblock, auch der ist wichtig. Schleifblock braucht man immer. Ja, ihr kennt das bei mir. Ich nutze auch gerne mal eine Fleischmaus. Die das kennen, die wissen, was ich damit meine und wie dieser Begriff entstanden ist. So, dann haben wir hier Einzelheiten. Maße, die Pamir. Maßstab 1:110. Ich persönlich, das ist in Ordnung, der Maßstab 1:110. Ich persönlich hätte Maßstab 1:100 favorisiert, weil ich irgendwann mal vorhabe, die Peking auch im Maßstab 1:100 zu bauen. Und ja, vielleicht werde ich das dann ändern und auch im Maßstab 1:110 machen. Deswegen hat sie eine Länge von 98 cm. Das Schiff an und für sich in echt hatte eine Länge von 115 Meter und 14,40 Meter Breite. Die Masten waren 54 Meter hoch, so wie bei der Peking heutzutage auch noch. Hier haben wir dann eine Breite von 23,5 cm. Damit ist nicht die Decksbreite gemeint, sondern die breiteste Rah am Hauptmast und am Kreuzmast. Materialien sind Holz, Metall, Kupfer, Druckguss, Garn, Stoffgewebe und so weiter und so fort. Also wie man das bei den Segelschiffen kennt, ja, wie
Wie können wir das vergleichen? Wir nehmen mal einen Hersteller oder einen Vertreiber, einen konkurrierenden Vertreiber. Das war seinerzeit mal die Gorch Fock. Und bei Achette war es natürlich dann die Black Pearl. Auch da waren diese Materialien alle verbaut worden. Und ja, ich sehe es schon. Einfach nur klasse. Was es da nachher vielleicht irgendwann zu verändern gibt oder ganz genau, ob der, ne, ich sehe schon hier die Flagge, ist hier in dem Bild verkehrt rum. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass die Webseite irgendwann später nochmal überarbeitet wird, weil ja auch, weil das ein Test ist. So, hier kann man dann ein bisschen in die Bilder reingucken, ne? Kann man reinzoomen in die Takelage, dann hier hinten beim Segel bei der Flagge. Dann hier ganz achtern die Pamir. Dann haben wir hier Black auf Deck mit den Jarvis-Winden oder mit den anderen Winden, mit den Spilz. Jarvis-Winden, warum sie so und so. Das kommt alles dann später, wenn irgendwann, wenn das soweit ist. Wenn das soweit ist. Dann haben wir hier vorne den Black auf die Anker. Die Ankerkonstruktion, ich sehe das schon, das entspricht nicht ganz dem Original. Also da werde ich auf jeden Fall was ändern. Es gibt dort nämlich eine hervorragende Bedienung, um den Anker fallen zu lassen. Das kann man mit einem Fuß machen, wenn das dann soweit ist. Aber wir werden den Anker dann so darstellen, als wenn er, weil die Segel sind ja hier voll drauf, als wenn der Anker ja, festgezurrt ist wie auf hoher See. Aber wie gesagt, dazu, ich werde viele, viele Bilder dann als Vergleich von der Peking nehmen, weil einiges ist wirklich genauso, es ist baugleich, wollen wir es mal so sagen. Und dann haben wir hier vorne, ja, die Verzierung. Da muss ich leider ein bisschen, noch ein bisschen Veto eingehen. Da müssen wir mal gucken, wie und was wir dann dort nachher später machen. Also die Reederei Leis war dafür bekannt, auf so viel wie möglich Schnickschnack zu verzichten. Das waren Arbeitsschiffe. Und auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ein bisschen Verzierung ist da dran, aber ich glaube, das war nicht so. Und was eben noch wichtig ist, das kann ich das nicht, ganz vorne am Bugspriet ist eine Krulle, eine sogenannte Krulle war da dran. Ich werde natürlich im Laufe des Baus, wenn das dann nachher soweit kommt, auf jeden Fall darauf eingehen und dann Bilder zeigen, wie das dann heutzutage aussieht. Vom Original zum Modell. Die Pamir lief am 29. Juli 1905 in Hamburg vom Stapel. Wo? Bei Blohm und Voss. Viele wissen von euch, ich arbeite bei Blohm und Voss. Und dann wird dieses Modell natürlich eine Herzenssache sein. Gerade zu der Pamir gibt es ganz, ganz viele Besonderheiten. Wie gesagt, auch da, möchte euch da neugierig machen. Und da werden wir dann im Laufe der Videos drauf eingehen. Weil aus der Pamir sollte eigentlich ein ganz anderes Schiff gebaut werden. Aber wie gesagt, ich möchte euch da nur ein bisschen neugierig machen. Hier haben wir dann das sogenannte Brückendeck, das Kartenhäuschen, hier hinten mit dem Skylight, so nennt man das Ganze. Und zwar dieses Skylight hier drunter ist der Kapitänssalon. Also so ist es auf der Peking und so wird es auch auf der Pamir gewesen sein. Hier ist auch der erste Gang sozusagen, wenn ihr die Peking besuchen solltet, der erste Gang ist hier auf das Brückendeck. Ja, und also. Oh, schade, dass ich nichts habe. Ich könnte gleich loslegen. Ich könnte echt gleich loslegen. Mit den Bullaugen, da werde ich noch, natürlich noch gucken, wie originalgetreu das Ganze ist. Wie gesagt, das werden wir uns dann nachher genau angucken. Und auch mit der Beplankung. Ihr wisst, das wird bei den Bausätzen immer ein bisschen einfacher gehalten. Und ja, was die Farben angeht, da versuche ich genaue Angaben noch mal rauszubekommen und dann, welche Farben man natürlich am besten nachher verwenden kann, dass das natürlich später so originalgetreu
wie möglich ist. Dann haben wir hier natürlich das Magazin, wie das dann aufgebaut ist. Ne? Hier die ersten Bauteile kann man dann schon sehen. Also es gibt gleich als allererstes die Flagge. Und ja, die Flagge wird als allerletztes angetüdelt. Also da, also ist typisch für Partwerk. Ne? Also so gehört sich das eben heutzutage. So, dann haben wir hier ja, Vorteile, wie man bestellt und Vorschau auf die kommenden Ausgaben. Ihr könnt hier sozusagen gleich die Bauphasen 1 bis 4 downloaden. Das ist natürlich gar nicht so schlecht hier. Ne? Heute am 12.10. gab es Ausgabe 1, in 14 Tagen Ausgabe 2, eine weitere Woche später Ausgabe 3 und nochmal eine Woche später Ausgabe 4. Falls ihr die Preise wissen möchtet, die erste Ausgabe wird 1,99 kosten, die zweite 4,99 und ab der dritten Ausgabe dann 9,99. Ja, ich weiß, früher gab es die Bausätze, die Holzbausätze für 6,99. Wir wissen alle, es hat sich einiges geändert und das schlägt sich natürlich auch auf den Preis nieder. Trotzdem, ihr kriegt diesen Bausatz, kriegt ihr sonst ja gar nicht. Ne? Also von daher, und der Bausatz wird, man kann das in den FAQs sehen, wird 140 Ausgaben betragen. Mal gut, bei vier Masten und diverser Haufen Segeln, also ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das jetzt vergessen, waren das 32 Segel, die alle ihren eigenen Namen haben, ja, da ist eine Menge Material dabei. Ja, hier könnt ihr eine Umfrage machen. Hier ist die Umfrage, die möchte ich euch natürlich bitten, alle, die die Ausgabe 1 in der Hand hatten, aber auch nicht unbedingt alle die, sondern alle, die Interesse haben, macht die Umfrage. Gehen wieder zurück, dann kommen wir hier zu den FAQs. Wann erscheint die Pamir-Sammlung? Hier steht immer alles drin. Am 12. Oktober, Ausgabe 2. Was kostet eine Ausgabe? Könnt ihr hier sehen. Oh, nee, Ausgabe 2 habe ich geschwindelt. Kostet nicht 4,99, kostet 5,99. Wie kann ich das Sammelwerk bestellen? Es gibt zwei Bestellmöglichkeiten. Hier auf Bestellen klicken oder dann unter der Telefonnummer 06105 915 7 dreimal die 0 13. Dann kann man das dort angeben. In welchen Ländern kann ich die Pamir-Sammlung bestellen? Bestellungen sind aus Deutschland möglich. Dabei sollten Sie den einfachsten Weg über die Webseite gehen. Unter dem Menüpunkt Bestellen finden Sie den Button kostenpflichtig bestellen, bla 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 und so weiter und so fort. Kommen zum Kaufpreis Porto und Versandkosten hinzu? Nein, das kennen wir bei IP auch nicht anders. IP, internationale Presse, die vertreiben das Ganze. Wie werden die Ausgaben verschickt? Die Ausgaben und die entsprechenden Teile werden bestmöglich verpackt und alles sicher bei Ihnen anzuliefern. Ich hoffe, dass auch bei der Pamir ähnlich verpackt wird und geschickt wird, wie es jetzt momentan bei der Titanic läuft. Mal gucken, wir werden sehen, wie das funktioniert. Wie häufig erscheint die Sammelreihe? Im Zeitschriftenhandel erscheinen die Ausgaben wöchentlich. Wenn Sie die Pamir-Abonnent bestellt haben, erhalten Sie ab Ausgabe 8 einmal im Monat eine Lieferung mit 4 Ausgaben zum Preis von 39,96. Hier schreiben Sie natürlich zum günstigen. Für den einen ist das günstig, für den anderen ist es eine Herausforderung. Aber auch dieses Modell ist eine Herausforderung und da kann man sich eigentlich nur drauf freuen. Und ich bin ja, hellauf begeistert. Na, ihr kennt mich ja. Wie viele Ausgaben umfasst die Sammlung? 140 Ausgaben. Gut, jetzt gehen wir nochmal nach oben, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ach, hier ist Geschenke. Ja, Magazin, Vorschau, Umfrage. Dann gehen wir mal auf Bestellen. Hier könnt ihr dann, wie gesagt, ich habe schon eine Bestellung abgegeben. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass keine Ausgaben kommen werden. Warum? Weil es ein Test ist. Ich möchte die Ausgaben natürlich trotzdem haben und ich werde da schon in irgendeiner Form rankommen. Dann bitte wählen Sie Ihr Land. Hier ist auch nur Deutschland. Also für alle Österreich, Schweiz und so weiter und so fort ist da leider nichts zu machen. Ich kann natürlich euch anbieten, wenn das in den Zeitschriftenhandel kommt, für ein oder zwei
kann man da was machen, denke ich mal. Aber später nachher auch über das Partwerkhaus, über Micha, könnt ihr sicherlich auch aus dem Ausland bei ihm bestellen. Also von daher, wenn das soweit ist, dann kümmern wir uns natürlich sehr gerne. Und da kriegen wir, ich denke mal, da kriegen wir was hin. Ich kann natürlich nicht jetzt für 100 Abonnenten aus Österreich jetzt was anliefern. Ich habe keine Firma, aber wie gesagt, das denke ich mal, wird Micha erledigen können unter Umständen dann über das Partwerkhaus. Aber wie gesagt, wenn das soweit ist, das kriegen wir dann alles hin und dann gibt es die Informationen auf jeden Fall. Dann haben wir die persönlichen Daten mit E-Mail, Telefonnummer und so weiter und so fort. Und ihr könnt bezahlen per Bankeinzug, per PayPal, Mastercard, Visa, American Express oder Rechnung. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Ne? Hier kann man natürlich das auch gleich eingeben. Hier ist dann, ich ermächtige, ne, internationale Presse, bla 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 und so weiter und so fort. Und die erste Lieferung umfasst Ausgabe 1, Ausgabe 2, Ausgabe 3, die Modellbauklemmen und den Schleifklotz. Hier Ausgabe 3 gratis, Versandkosten sind keine. Also das heißt, die erste Ausgabe zum Schnupperpreis, die erste Lieferung für 7,98 und dann kann man die bestellen. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Geschenken. In der Umfrage kommt zum Beispiel auch die Frage, was für eine Geschenke könnte man noch machen. Ich habe zum Beispiel eingegeben, passende Figuren. Aber ansonsten finde ich dieses Mal die Geschenke, ich finde die nicht sinnlos. Weil, so, ne, wir haben hier Ausgabe 3 gratis, das kennen wir ja. Dann die Modellbauklemmen. Genau diese nutze ich auch immer. Also wenn man davon noch wieder ein paar neue hat, ist das überhaupt kein Problem. Die kann man immer gebrauchen. Ne? Ein bekannter Modellbauer hat mal gesagt, haben ist besser wie brauchen. Dann ein Schleifklotz. Da muss man dann gucken, ob man damit umgehen kann oder nicht. Aber ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man noch keinen hat. Und dann in der zweiten Lieferung gibt es eine Schneidmatte. In Größe A4 ist nur eine kleine, aber auch hier ist eine Schneidmatte, ja, auf jeden Fall vonnöten, wenn man Leisten zuschneiden möchte und so weiter und so fort. Oder darauf zu basteln, zum Beispiel. Holzleim und so, doch in Ausgabe 1 ist ja Holzleim dabei. Eine kleine Tube. Fürs Erste reicht es natürlich. Aber auf jeden Fall, ich empfehle immer gerne Ponal Express. Und ja, dann haben wir dann in der letzten Lieferung, Lieferung 40, nee, das ist doch, Lieferung 40 müsste die letzte sein, ist dann der Präsentationssockel oder auch genannt Ständer. Ne? Der Schiffsständer und den kriegt ihr natürlich als Käufer beim Zeitschriftenhandel natürlich nicht. Aber nicht zu vergessen, der Zeitschriftenhandel, also man muss sich das überlegen, wie man das gerne haben möchte. Ne? Beim Zeitschriftenhandel kannst du dann jede Woche hingehen. Und statt der Kippen für 12 Euro, dann für 10 Euro, dann eine Pamir-Ausgabe kaufen. Ja, das war's von der Sache her. Und wir gucken uns natürlich gerne nochmal das Modell an. Klicken wir nochmal auf Pamir. Kann man hier auch nochmal raufklicken? Ja, kann man, aber es bringt eigentlich nichts. Und gucken uns das Schiff hier nochmal an. Und 98 cm lang, 23 cm breit, 50 cm hoch. Ja, ein schönes Gerät und viel zu basteln. Keine Kanonen, weil die Pamir war ursprünglich gebaut für den Salpetertransport. Also auf der Hinfahrt nach Chile hat man Steinkohle mitgenommen. Oder zum Beispiel ganz wichtig, Flügel. Flügel, ja, Klaviere. Warum und wieso, das erkläre ich euch dann gerne in den Videos darüber. Und auf der Rückfahrt wurde Salpeter genommen, Salpeter für die Düngemittelherstellung. Ja, ich höre schon im Hintergrund, man konnte damit auch aber was anderes herstellen. Aber es ging eben hauptsächlich um Düngemittel. Und das hat so lange hervorragend funktioniert, bis irgendwann, das Verfahren habe ich jetzt vergessen, dass man das künstlich herstellen konnte mit Stickstoff. Ich habe jetzt die genaue Bezeichnung dieses Verfahrens habe ich vergessen. Aber als das dann aufkam, ging dann langsam, aber sicher dann
die frachtfahrende Segelfahrt dann zu Ende. Die Pamir hat auch noch eine ganz besondere Geschichte, aber auch leider eine traurige Geschichte. Sie ist 1957, Entschuldigung, in einem Orkan gekentert bei einer Fahrt. Man hat Gerste geladen. Dazu kann ich natürlich auch noch ein bisschen was erzählen, weil ich von der Halbschwester von der Passat eine Geschichte gehört habe. Also die Passat ist ja die Schwester von der Peking, aber eben die Halbschwester von der Pamir, weil beide waren Segelschulschiffe, frachtfahrende Segelschulschiffe, und auch die Passat hat fast ein ähnliches Schicksal erlitten. Und ich habe eine Geschichte von einem Augenzeugen, der selber dabei gewesen ist auf der Passat, hat er mir erzählt oder uns erzählt. Und dazu kann ich natürlich auch gerne dann was berichten. Ich weiß auch noch ein paar Sachen, die leider unglücksverstärkend waren. Oder ich vermute das, weil ich das alles gelesen habe. Also das habe ich nicht recherchiert, aber das habe ich gelesen. Und wie gesagt, das soll alles ein Thema sein während der Bauphase. Und ich freue mich da riesig drauf. Ich werde natürlich oft abschweifen auf die Peking, weil darüber weiß ich natürlich auch eine Menge Bescheid. Aber Kunststück. Und ich hoffe, das Ganze wird für euch auch interessant sein. Und ich kann euch nur raten, drückt auf den Button bestellen. Und macht die Umfrage, und wenn ich hier so auf das Bild so rauf gucke, einfach nur cool. Und vielleicht in der einen Kirche in Lübeck befindet sich das übrig gebliebene Beiboot. Es haben ja ein paar diese große Katastrophe überlebt, und das Beiboot ist in einer Kirche, und das werde ich vielleicht auch mal zum Anlass nehmen, dann irgendwann mal dort in diese Kirche zu fahren, um das Beiboot mir anzuschauen und dann Verstorbenen meinen Respekt zu zollen. Gut, also ich kann euch nur sagen, hier raufklicken, hier unten auf jetzt bestellen. Ja, liebe Leute, das wäre doch mal ein Modell, also für mich nach ganz meinem Geschmack, und ich hoffe dann auch für euren Geschmack. Wie gesagt, also das wäre, ich würde es natürlich sehr, sehr, sehr gerne bauen und mit euch natürlich auch gerne zusammen, um dann zu gucken, monatlich 4 Ausgaben oder mal gucken, alle 14 Tage ein Video darüber zu bringen. Und ich hoffe auch auf das Magazin, um euch darüber dann ein bisschen dran teilhaben zu lassen. Ich kann vielleicht euch auch ein paar Bücher empfehlen, wo sowas alles drinne steht und so weiter und so fort. Ich kenne auch jemanden, der genau über die Flying P-Liner recherchiert hat. Auch dieses Buch habe ich natürlich. Schöne Grüße an Andreas Gondesen, der dieses Buch geschrieben hat. Da kann man ganz viel, viel erfahren, und wem das Ganze interessiert, dem kann ich nur raten, schaut hier bei mir wieder rein. Schaut, dass ihr auch dieses Modell bekommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das für alle zu bauen ist. Leicht zu bauen ist der falsche Ausdruck, weil Modellbau ist nicht einfach mal so. Da gehört schon viel, viel, viel Geduld dabei. Und wenn ihr euch zutraut, das bisschen Geduld aufzubringen und dann gerne auch hier auf meinem Kanal reinschaut, dann kriegen wir gemeinsam ein wunderschönes Schiffchen hin. Und das wird so ein Apparat, also 1 Meter lang. Da hat man schon mal was Schönes sich hinzustellen. Und das Schöne ist natürlich da dran, und das habe ich auch gerne so gewollt, weil wir bauen immer Segelschiffe von aller Herren Länder. Ne? Gibt viele Interessante dabei, aus Filmen, aus der Geschichte, von Expeditionen. Aber warum soll man nicht auch noch mal wieder ein Schiff bauen,
was es in Deutschland gegeben hat, was in Deutschland gebaut wurde, was für Deutschland gefahren ist, für die Bundesrepublik gefahren ist. Und ja, das ist doch hervorragend. Und wir haben auch alleine eine eigene Geschichte zu erzählen. Und das würde ich gerne hier tun. Und das möchte ich gerne auch zum Anlass nehmen, euch noch einmal aufzufordern. Klickt auf den Button bestellen und drückt die Daumen, dass dieses Modell dann irgendwann erscheint. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gesabbelt. Muss ich mal, glaube ich, auch erstmal einen Schluck trinken. Schon ganz trockenen Hals. Und auf dieses Sabbeln werdet ihr nicht verzichten müssen, wenn wir dieses Schiffchen bauen, sei es teilweise bei Livestreams oder in Videos. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ihr bleibt weiterhin neugierig. Passt auf euch auf. Ganz wichtig natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal Wetter in. Auf hoher See mit der Pamir. Tschüss.